Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Operator-Video. Heute geht es um Battery. Ich muss sagen, Battery ist eine meiner Lieblingsspezialisten. Sie ist effektiv, leicht zu spielen. Ja, lass mal reinschauen in ihre Story. Ihre ultimative Fähigkeit ist ein Granatwerfer. Wenn du Granatwerfer, kann sie über Hindernisse hinwegschießen, macht Flächenschaden und one-shottet die Gegner. Ihre zweite Fähigkeit ist eine Clustergranate. Wird ein Gegner von dieser Clustergranate getroffen, schippt er instant. Die Granate an sich bleibt haften. Und überleben Gegner den ersten Impact, zerspringt die Granate in viele Unterteile und hinterlässt nochmal Flächenschaden, sodass sie wirklich enormen Schaden verteilt. Battery ist insgesamt ein sehr starker und ein sehr beliebter Operator. Let's go! Dafür ist es zu spät. Vergiss nicht. Du kamst zu uns. Versuchen Sie's. Vollgeladen, Mann. Dein Rufzeichen ist Battery. Die Kriegsmaschine wirft abprallende Granaten. Das perfekte Geschenk für einen verborgenen Feind. Die Clustergranate bleibt an Oberflächen haften. Wenn sie explodiert, setzt sie mehrere kleinere Granaten frei. Tatsache, Soldat, je mehr du übst, desto besser wirst du. Also streng dich an. So, Lady Ranger jagt also gerne Scheiß in die Luft, was? Gut, das gefällt mir. Dann jagen wir mal Scheiße hoch. Geh zur Markierung. Let's go, go. So, Battery, jetzt sag mal, was du drauf hast. Siehst du den Penner, der da drüben Pause macht? Den Penner? Zeig sie. In die Mitte. Na los, extra Punkte für einen Volltreffer. Dann bist du halt pervers, ne und? Siehst du den Penner, der da drüben Pause macht? Den Penner? Zeig sie. Auf den mittleren. So müsste es passen. Die Granate fliegt nur dahin, wohin du sie wirfst. Hey, der Penner und seine Kumpels. Holy shit. Stömpchen Boogie. Im Raum da vorne machen ein paar Camper einen auf Armee. Der Zimmerservice kann das Blutbad dann ja sauber machen. Scheiße. Was für eine Sauerei. Wir sollten dem Hausmeister ein Trinkgeld dalassen. Stell dir vor, was du mit einer Clustergranate für einen Scheiß anrichten kannst. Zum Beispiel Arschlöcher killen, die in Deckung sind. Na also, siehst du das? Camper auf einem Kriegsschiff. Schieß im hohen Bogen, damit sie hinter diesen Arschlöchern landet. Okay, okay, okay. Gut gemacht. Zur Belohnung darfst du dich jetzt im Teich abkühlen. Gute Technik, geiles Gefühl, oder? Wasser in den Stiefeln, Sand in der Hose. Nein, es wird nicht ins Becken gepinkelt. Granatwerfer, halbautomatisch. Diese Scheißer sprengen, bevor sie explodieren. Treff einen Feind voll und mach ihn im Handumdrehen zu Rattenfutter. Die Kriegsmaschine hat einen riesigen Sprengradius. Riesig! Da werden alle anderen echt neidisch. Riesig! Sowas können die verfolgen. Zeig sie! Mach sie alle fertig und schreib mit. Ein Schuss an alle umliegen. Go, go, go. Was schimmert durch das Fenster dort? Deine scheiß Granate! Aber nur, wenn du den Bogen raus hast. Gut gemacht, Shakespeare. Siehst du den Mantis? Er ist nur mit mehreren Treffern klein zu kriegen. Tun wir es.
Der Blitzschlag ist einsatzbereit. Klicke, wenn du bereit bist. Vampire 2-1 greift an. Vampire 2-1 schlitzt Kehlen auf. Sprengmeisterin ist nur ein schickes Wort für jagt Scheiße hoch. Also, ich kenne deine Geschichte. Du hast was drauf. Du bist entschlossen. Du bist ein großartiger Soldat. Du bist... Aber wir brauchen dich. Supergeil. Bald. Ja, ich komme mit. Und diesmal machen wir es nach dem Lehrbuch. Woods Ende. Jo. Sie war bei Jessica. Ich muss wissen, wie sie gestorben ist. Bei einer OP kann niemand sagen, wann sie aufwacht. Wenn überhaupt. Möglicherweise nicht. Wenn sie stirbt, holen wir sie zurück. Wir flicken sie zusammen. Wir flicken alles. Selbst dich. Du schaffst das. Ganz sicher.